Klappe. So, Klappe. Also ich bin die Freundin von der Uschi, ich bin auch Hebamme und bin genauso, vielleicht nicht genauso, aber ich bin auch sehr besorgt um unsere Demokratie und bin entsetzt und bin jetzt mit meiner Enkeltochter Luana hergekommen. Also ist das erste Mal auf einer Demo. Sie hat mitgekriegt, dass ihre Oma jetzt einen Monat lang demonstriert hat. Also ich habe eine große Fahrradfahrt gemacht von der Ostsee bis nach Konstanz und hatte die ganze Zeit meinen Slogan Buster auf dem Rücken, bin also quer durch Deutschland gefahren und habe eine ganz, ganz viele Reaktionen darauf bekommen, die überwiegend negativ waren. Also ich muss sagen, ich bin sehr durchlässig zurückgekommen. Ich war froh, dass die Uschi mich abgeholt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Solarplexus und mein Unterbauch also wirklich ganz aufgewühlt war. Also ich war nicht mehr so stabil. Ich bin normalerweise ein ziemlich angstfreier Mensch, aber ich habe auf dieser Reise schon öfter mal Angst gehabt. Ich habe zum Beispiel Angst gehabt, wenn ein Auto hinter mir hergefahren ist, langsam gefahren ist. Dann habe ich gewusst, okay, die lesen jetzt das, was da drauf steht. Und dann, wenn das Auto dann mich überholt hat und rechts rangefahren ist, dann habe ich Angst gekriegt. Also es ist mir wirklich nichts zuleide getan worden, körperlich, aber verbal schon. Und ich habe nach diesen 5 Wochen, wo ich alleine mit dem Fahrrad unterwegs war, wirklich gedacht, ich brauche jetzt wieder ein bisschen Halt und Sicherheit in meinem Umfeld. Ich kann das nicht länger machen. Also für mich war das grenzwertig, muss ich sagen. Trotzdem bin ich natürlich stolz, dass ich es gemacht habe, ganz klar. Und deshalb, Dankeschön. Also meine Motivation, das zu machen, war, ich wollte in Dialog gehen. Ich wollte in den Dialog gehen mit Menschen, und zwar mit Menschen, die mir irgendwie zulaufen oder die irgendwie, was weiß ich, irgendwie auf mich zukommen. Ich wollte wirklich im Dialog sein, und losgegangen ist es mit meiner eigenen Familie. Also meine Familie, die findet mich ziemlich abstrus. Meine Mutter durfte ich also ein paar Monate lang nicht sehen. Als ich sie besuchen wollte, war meine Familie dagegen und hat gesagt, nee, das geht nicht, also du gefährdest die, du bist als Hebamme viel unter Menschen, du kannst nicht zur Mama, das geht gar nicht. Dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, du Mama, ich werde dich jetzt mal kidnappen. Also ich komme zu dir gefahren, die wohnt 500 Kilometer von mir entfernt, ich komme zu dir gefahren, du kommst aus dem Haus raus, steigst in mein Auto und dann hauen wir ab. Oh ja, sagt sie, das machen wir. Klasse. Nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, du Karin, das geht nicht, ich kann mich nicht kidnappen lassen, weil dann ist eine Spaltung in der Familie. Also dann sind wir ja alle gespalten, das geht nicht. Also das können wir nicht machen, das geht nicht. Dann war sauer auf sie, weil ich wäre immerhin 500 Kilometer hochgefahren, 500 zurück und nochmal 500 hoch und zurück. Also 2000 Kilometer wollte ich fahren, um meine Mama zu kidnappen, und sie sagt nein. Ja? Also ich fand meine Mama doof und habe dann 2 Wochen lang nicht mehr mit ihr gesprochen. Und wisst ihr, was sie dann gemacht hat? Selbst abgehauen. Sie ist in Zug gestiegen, ja. Und sie wird 90. Sie musste 5 Stunden lang mit Maske im Zug sitzen und ist zu mir gefahren, um mich zu schützen, dass meine Familie nicht gegen mich geht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das hat sie nicht wirklich gern gemacht, aber es war die einzige Lösung, die ihr eingefallen ist. Also meine Mutter ist auch irgendwie nicht so ganz normal. Also ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt, aber das, warum ich eigentlich nach vorne gekommen bin, der Impuls, der mich jetzt gerade gelockt hat, ich spreche nämlich gar nicht so gerne vor vielen Menschen, war, die Luana, die ist hier die ganze Zeit hoch und nieder gehüpft, ja, bewegt sich halt gern. Und dann plötzlich kam sie zu mir
Also ich habe sie einen Monat nicht, 5 Wochen nicht gesehen. Bin gestern wiedergekommen. Sie kommt zu mir und sagt, Oma, ich muss husten. Und ja. Ich sage, ja, huste ruhig. Und dann krümmt sie sich so und hustet ganz verschämt in ihren Ellbogen. Das heißt, dieses Kind, und die Luana ist 4, die wächst ziemlich frei auf. Ihre Mutter ist nicht eng. Lässt sie mich sogar mit zur Demo nehmen, ja? Sie geht in den Waldkindergarten und das Kind kommt hier zu mir und sagt, Oma, ich muss husten. Und das kam mir zu diesem Thema, was du da vorgelesen hast, Uwe, Schuld. Da ist ein Schuldgefühl zu husten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das war eigentlich der Grund, warum ich nach vorne gekommen bin. Und jetzt gebe ich weiter. Oh, danke. Hier darf man husten. Ein Schild.